hoffen, Sie haben alle den Weg selbstfahrend zu uns gefunden und dürfen Sie recht herzlich zur 9. Veranstaltung in unserer Veranstaltungsreihe Technik kontrovers begrüßen. Wir am ITAS beschäftigen uns mit Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse. Um diese sperrigen Begriffe etwas mit Inhalt zu füllen und Ihnen allen das zu vermitteln, ist die Reihe Technik kontrovers entstanden, um unterschiedliche Positionen gesellschaftlich brisanter Themen kontrovers zu diskutieren. Und zwar nicht nur untereinander mit den Referenten, sondern mit Ihnen. Ihre Meinungen und Ansichten interessieren uns über die ganze Veranstaltung. Vorweg vielleicht noch zwei Hinweise. Es werden heute Bild- und Tonaufnahmen gemacht. Die Kamera läuft mit. Und daher auch die Bitte für alle, die vorher noch nicht geschafft haben, ihr Handy lautlos zu machen, freue ich mich, dass Sie das jetzt gerade noch eben gemacht haben. Vielen Dank. Autonom mobil, selbstfahrend oder selbstfahren? Das ist die Frage, der wir heute Abend in den nächsten 90 Minuten nachgehen wollen zusammen. Und um die Brisanz etwas zu zeigen oder die Tagesaktualität, habe ich zwei Schlagzeilen mitgebracht, die ich heute Morgen noch in den Medien gefunden habe. Das eine war die Sorge, dass bald unsere Güter nicht mehr ankommen, da 2/3 der Lkw-Fahrer in spätestens 15 Jahren in Rente gehen. Und wenn keine neuen Lkw-Fahrer zu finden sind, brauchen wir vielleicht sogar schon autonome Fahrzeuge. Das andere, wo ich deutlich mehr schmunzeln musste, was vielleicht nicht ein alltägliches Problem hier in Karlsruhe ist, aber doch in Australien ein ganz drängendes ist, dass Volvo doch die Kängurus noch nicht erkennen kann. Die Visionäre versprechen uns, dass es bald großartige Fahrzeuge geben wird, die autonom unterwegs sind. Die Techniker arbeiten mit Hochdruck daran und die Gesellschaft, wir stehen dem Ganzen noch etwas ambivalent gegenüber, wie wir darauf reagieren wollen. Diese drei Perspektiven wollen wir heute Abend aufgreifen und unsere drei Referenten werden diese Perspektiven einnehmen. Das heißt, wir werden nicht einen klassischen wissenschaftlichen Vortrag für Sie machen, sondern durch diese drei Perspektiven versuchen, Ihnen das Spannungsfeld aufzuzeigen, in dem wir uns gerade bewegen. Ich darf Ihnen die drei kurz vorstellen. Zu meiner Linken Linda Brandl, unsere Visionärin. Sie studierte Wirtschaftspsychologie in Stuttgart, war bei Daimler in Stuttgart und im Sunnyvale in Kalifornien unterwegs zum autonomen Fahren im Customer Research und ist seit diesem Jahr bei uns in Projekten auch zum autonomen Fahren tätig. Silke Zimmer-Merkle, unsere technische Realistin, hat hier am KIT ein Studium der europäischen Kultur- und Ideengeschichte absolviert mit den Schwerpunkten neuere und neueste Geschichte sowie Technikgeschichte. Seit 2011 bei uns am ITAS ist ihr Fokus hier auf der Mobilitätsgeschichte. Ihr Promotionsprojekt, ich lese es Ihnen kurz vor den Titel, Lernen aus der Geschichte, Technikgeschichte für Technikfolgenabschätzung am Beispiel automobile Assistenzsysteme. Und Thorsten Fleischer, er übernimmt heute Abend die gesellschaftliche Perspektive, ist seit 1991 am ITAS bzw. seinen Vorgängern, die damals noch nicht ITAS hießen, ist mittlerweile Leiter des Forschungsbereiches Innovationsprozesse und Technikfolgen hier im Haus und seine Arbeitsschwerpunkte sind die Technikfolgenabschätzung in Verkehrsthemen unter anderem oder die Interaktion zwischen technischem und sozialem Wandel. Ich möchte eigentlich gar nicht länger einführen, sondern eigentlich direkt unserer Visionärin Linda das Wort übergeben. Autonom mobil? Sind wir mobil mit dem Auto unterwegs oder sind wir autonom mobil? Fahren wir in Zukunft selbst oder werden wir gefahren? Ich denke, wahrscheinlich einige von Ihnen sind vielleicht zu dieser Veranstaltung auch mit dem Auto hergekommen. Ich weiß nicht, wie lange das bei Ihnen gedauert hat, ob Sie die Fahrt lieber jemanden anders übergeben hätten oder ob Sie sich vielleicht sogar vorstellen hätten können, dass ein Baby Sie hierher gefahren hätte. Bin ich mir nicht ganz sicher, ob das so viele zugestimmt hätten. Das möchten wir heute mit Ihnen diskutieren. Ich bin auf jeden Fall der Meinung, dieses Kind natürlich, dieses Bild, das wir jetzt da gerade eben gesehen haben in diesem super schicken Mercedes, ist noch nicht jetzt. Dieses Auto haben wir noch nicht auf der Straße gesehen. Aber es ist auch nicht in der Zukunft, weil die Zukunft ist nämlich schon morgen. Wir werden schon sehr bald autonom mobil unterwegs sein und uns fahren lassen. Grundsätzlich ist zu sagen, dass wir eigentlich alle daran teilhaben und alle dazu beitragen, dass autonomes Fahren schon sehr bald stattfindet. Und dass es sehr bald eben heißen wird, autonom mobil.
Wir werden selbstfahrend sein. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen einen Parkpiloten zum Beispiel in Ihrem Auto haben oder wie viele von Ihnen ein System nutzen, das Ihnen beim Einparken hilft. Also ich bin zum Beispiel jemand, ich verlasse mich sehr gerne auf dieses Piepsen, gerade wenn es ein größeres Auto ist. Und wenn es dann tatsächlich piepst, käme ich auch nie auf die Idee, nochmal auszusteigen und zu sagen, stimmt es jetzt wirklich, kann ich mich auf das System verlassen oder verlässt mich das System gerade und ich sollte vielleicht lieber nochmal selbst nachsehen. Ich denke, wir sind schon mittendrin mit den Assistenzsystemen auf unserem Weg zum autonomen Fahren und man sieht ja auch, wie aktuell dieses Thema ist, sonst würden wir natürlich auch heute nicht drüber mit Ihnen diskutieren wollen. Es ist überall in den News, man sieht die ganzen großen Autobauer auf der ganzen Welt, möchten darüber berichten, haben was zu berichten, forschen in unterschiedliche Richtungen und kommen alle aber zum gleichen Ziel, dass sie bald ein selbstfahrendes Auto oder ein selbstfahrendes System in ein Auto einbauen möchten. Das heißt, wir werden sehr bald selbstfahrend unterwegs sein. Und wenn wir uns mal anschauen, was das für uns alle bedeuten könnte. Also ich zum Beispiel bin gestern Abend nach Karlsruhe gefahren, habe 3 Stunden im Auto gesessen und dachte mir während den 3 Stunden, eigentlich könnte ich jetzt wirklich was Besseres machen. Eigentlich hätte ich nicht Lust auf Autofahren. Und das alles ist unsere Zukunft. Das ist alles jetzt, dass wir das bald nicht mehr müssen. Wir müssen nicht mehr im Auto sitzen und uns mit der Fahraufgabe beschäftigen. Vielleicht sogar mit irgendwelchen rücksichtslosen Mitfahrern oder sonstiges, das uns noch viel mehr stresst, sondern wir können unsere Zeit bewusst nutzen. Oder stellen Sie sich nur mal vor, Ihre Kinder, die noch nicht Autofahren können oder vielleicht ältere Personen, benachteiligte Personen, die nicht mehr Autofahren können. Was das für Chancen für uns bedeutet, dass wir die alle in Zukunft transportieren können. Ähnlich unser Lieferverkehr. Das ist alles möglich durch autonomes Fahren und zwar auch bedenkenlos möglich. Und diese Zukunft ist nicht in ferner Zukunft, sondern das fängt jetzt schon an. Wir sehen es jetzt schon unter uns und wir unterstützen das alle mit, indem wir Autos und Systeme kaufen und die benutzen, die uns jetzt schon zum Teil selbstfahrend machen und uns beim Fahren unterstützen. Naja, jetzt aber mal langsam. Also noch sind das ja doch alles irgendwie noch Träumereien, oder? Das klingt jetzt so, als wird es morgen wirklich morgen. Wirklich der Tag nach heute, der Donnerstag. Heute ist Mittwoch, morgen ist Donnerstag, morgen steigen wir zusammen in ein selbstfahrendes Fahrzeug. Das glaube ich noch nicht so ganz. Denn so weit ist die Technik dann auch einfach noch nicht. Tatsächlich haben wir da draußen, wie du gesagt hast, eine ganze Menge hochentwickelter Fahrerassistenzsysteme. Wir haben Abstandhalteautomatiken, Notbremsassistenten, Spurhalteassistenten, Einparkautomatiken und die Liste geht inzwischen ja noch viel, viel weiter. Aber Fahrerassistenzsysteme sind dann halt eben doch noch keine autonomen Fahrzeuge. Das wird aber oft auch missverstanden. Auch weil es manchmal so beworben wird, als wäre ein Fahrzeug, das von selbst die Spur halten kann, unter bestimmten Bedingungen, schon vollständig ein selbstfahrendes Fahrzeug. Ein bekanntes Beispiel, was viele von Ihnen vielleicht jetzt auch schon in den Medien mitbekommen haben, weil es viel diskutiert worden ist im letzten Jahr, ist der Autopilot von Tesla. Tesla, Elektroautomobilhersteller, oberes Preissegment, wirbt in seinen Autos offensiv damit, dass sie sehr, sehr bald zum autonomen Fahren kommen wollen und eben auch jetzt schon einen Autopiloten integriert haben. Wenn man den dann tatsächlich im Auto anschaltet, kommt auch so ein kleiner Text, den man erstmal auch akzeptieren muss. Da wird man nochmal darauf hingewiesen, liebe Leute, das ist eigentlich erst nur ein Fahrerassistenzsystem und bitte nehmt die Hände nicht vom Steuer, habt sie mindestens immer in der Nähe und seid wachsam und aufmerksam und könnt eingreifen im Notfall. Ach und übrigens, das ist ein Beta-System. Das System befindet sich in der Beta-Phase, also sprich einer Testphase. Das heißt, auf der einen Seite wird das System sehr offensiv beworben, wir haben jetzt ein autonomes Fahrzeug auf der Straße, einen Autopiloten, der da selbst fährt, aber bitte nehmt dann doch die Hände ans Steuer. Ja, da das so vermarktet wird, gibt es auch viele Leute, die das so nutzen. Tja, also nochmal der Hinweis, das ist kein autonomes Fahrzeug. Dieses Fahrzeug hat einfach nur einigermaßen weit entwickelte Fahrerassistenzsysteme. Und wenn man gegenwärtig einem solchen Fahrzeug
Aufgaben überträgt, die es einfach noch nicht erfüllen kann, weil es dafür noch nicht gemacht ist, muss es schließlich zu Unfällen kommen. Und tatsächlich sind mit solchen Fahrzeugen, mit dem Autopiloten auch schon einige Unfälle passiert. Und es gab auch einen sehr schlimmen Unfall letztes Jahr mit tödlichem Ausgang, der zeigt, dass wir uns sehr, sehr schnell auf diese Systeme verlassen, wenn wir sie im Auto haben. Das war nicht das einzige Video, das Sie im Internet finden können von Tesla-Fahrern, die mal eben kurz ausreizen, was das System im schlimmsten Fall alles denn kann. Und die meisten lassen sehr, sehr schnell ganz die Hände weg und gucken auch über längere Phasen gar nicht mehr auf die Strecke. Der Unfall, von dem ich eben sprach, hat sich letztes Jahr im Mai ereignet. Auf einer Landstraße in den USA fuhr ein Tesla-Fahrer mit eingeschaltetem Autopiloten über eine längere Strecke hier diese Straße entlang. Die ist zweispurig und getrennt und auf der anderen Seite kommen nochmal zwei Spuren entgegen. Und da der Fahrer dieses Tesla schon vorher auf YouTube einige seiner Autopilotfahrten ganz begeistert geteilt hat und sich auch sehr überzeugt gezeigt hat von dieser Technik, wissen wir, wie sehr er diesem System bereits vertraut hat und wie toll er das fand. Und wir wissen auch, dass er abgelenkt war in der Situation, als der Unfall passierte. Was ist jetzt bei dem Unfall passiert? Ein Lastwagenfahrer fuhr von der Gegenrichtung in diese Abbiegung hinein. Und amerikanische Lastwagen haben keinen Unterfahrschutz normalerweise, wie wir das hier üblicherweise haben. Der Fahrer war abgelenkt und griff nicht mehr rechtzeitig ein. Das System erkannte die Gefahr aber nicht und das Hindernis. Und der Tesla fuhr ungebremst unter dem LKW hindurch. Das Dach wurde abgerissen, der Fahrer dabei tödlich verletzt. Und das Auto kam schließlich erst nach mehreren Metern an einem Pfeiler zum Stehen, als es von der Straße abgekommen war. Was ist da aber eigentlich passiert? Und wie kann das passieren, dass so etwas passiert? Dass ein System so einen großen Fehler macht und einen Lastwagen nicht erkennt? Nicht erkennt, Mensch, das Ding hat doch einen Notbremsassistenten, warum erkennt es den Lastwagen nicht? Das Problem ist, dass der Autopilot für diese Situation nicht ausgelegt war. Kreuzender Verkehr. Ausgelegt sind diese Systeme, von denen wir auch vorhin schon hatten, Abstandsregel, Automat, Spurhalteassistent, eigentlich für so Fahrten, beispielsweise auf der Autobahn, wo man anderen Fahrzeugen hinterherfällt. Das heißt, das Auto kontrolliert eigenständig den Abstand zum vorhergehenden Fahrzeug, hält die Spur dabei, kann vielleicht sogar selbstständig die Spur wechseln, und kann dem Fahrzeug folgen und eben im Notfall auch abbremsen. Das Problem hier ist aber, wie funktioniert das System jetzt hier bei diesem Tesla im Detail? Es gibt drei Arten von Sensoren, die das regulieren. Das ist einmal ein Radar, das relativ weit auch nach vorne schaut und schon mal sagt, was ist da an Verkehr und was kommt da auf mich zu. Dann gibt es eine Kamera. Dieses Kamerasystem ist darauf trainiert, Rückansichten von Autos zu erkennen. Diesen kann das Auto dann auch folgen. Es erkennt, okay, da ist ein Fahrzeug vor mir, dem fahre ich jetzt im gleichbleibenden Abstand hinterher. Und schließlich Sensoren, also Ultraschallsensoren für den Nahbereich, die beispielsweise hier dann wichtig werden, wenn man einscheren möchte, vielleicht wenn auch einer mal kurz vor einem die Spur wechselt und das Auto sagt, wow, da muss ich aber wieder zurück. Oder halt eben auch für das Einparken. Was jetzt bei diesem Unfall tragischerweise passiert ist, ist schlicht und einfach eine Überschätzung des Systems. Das System kann eben einfach noch nicht selbst fahren. Nämlich die Sensoren, die vielleicht Ultraschallsensoren kurz vor dem LKW noch gemeldet hätten, Mensch, da kommt was, und doch wenigstens mal Geschwindigkeit aus dem System genommen hätten, haben nicht angesprochen, weil sie zu tief gemessen haben. Der LKW war relativ hoch, die Sensoren haben relativ weit unten gemessen. Die Kamera, hatte ich ja vorhin schon gesagt, erkennt Rückansichten, die erkennt aber noch zumindest keine Seitenansichten. Das heißt, sie hat im Prinzip einfach nur einen Fehler geliefert und hat gesagt, kenne ich nicht, hat nichts gemeldet, hat kein vor sich fahrendes Fahrzeug erkannt.
Und das ist das Problem an dem Tesla-Modell. Es ist nicht sehr, es hat keine vielen Rückfallebenen. Der Radar hat unter Umständen vielleicht sogar was erkannt, vielleicht hat das auch nicht erkannt. Das Problem ist, das System hätte zwei Meldungen geben müssen. Die Kamera und das Radar hätten beiden melden müssen, da kommt was auf mich zu, und dann hätte das System erst gebremst. Das heißt, in einer Fahrsituation, wie wir es auch davor gesehen hatten, mit dem Pärchen im Auto, die offensichtlich auch auf einer autobahnähnlichen Straße unterwegs waren und weil relativ dichter Verkehr war und die einfach im mehr oder weniger Stop and Go oder auch einfach so da durchgerollt sind, da funktioniert das System schon ziemlich zuverlässig. Aber auf einer Landstraße, wo plötzlich ein LKW kreuzen kann, damit ist das System einfach nicht vertraut, und das kann das System auch einfach noch nicht. Wir haben heute schon sehr gut funktionierende Fahrerassistenzsysteme in den Oberklassefahrzeugen, aber wie gesagt, sie funktionieren alle bisher nur in den Bereichen, für die sie gedacht sind und für die sie ausgelegt sind. Viele Fahrzeuge, gerade von den Automobilherstellern, sind mit mehr Rückfallebenen ausgestattet, die dann schon öfter auch verlangen, lieber Fahrer, jetzt nimm aber bitte mal wieder die Hände an das Steuer, und öfter Signal geben zwischenrein. Trotzdem sind es einfach noch Fahrerassistenzsysteme und kein autonomes Fahren, weil Spurerkennung, Verkehrszeichenerkennung, überhaupt alle Umfelderkennungssysteme sind noch nicht so ausgereift, dass wir einfach morgen schon sagen können, jo, wir lassen jetzt das Baby ans Steuer. Ja, natürlich war das ein ganz, ganz tragischer Unfall. Ich denke, jeder von Ihnen hat es ein bisschen mitbekommen, was da passiert ist. Sowas darf natürlich nicht passieren. Hier kommen aber zwei Sachen zusammen. Zum einen sieht man perfekt gelungenes Marketing von seitens Tesla, das auf eine Meute losgelassen wurde von hungrigen, technikhungrigen Menschen, die gesagt haben, wir wollen unbedingt autonomes Fahren. Und dann legt man ihnen einen Autopilot vor und sie sagen, gut, dann fahre ich jetzt autonom. Wie gerade schon genannt wurde, ist das aber noch kein ganz autonomes Fahren. Was man aber auch ganz deutlich hier sieht, ist, dass in dem Fall, wo es leider tragisch ausgefallen ist, aber auch in dem Video davor, die Menschen schon bereit sind dafür. Die sagen, klar, haben Sie einmal gesehen, dass jemand in dem Video davor ans Lenkrad geguckt hat oder nach vorne? Die haben da drin, wollten sie sich schlafen legen. Also die Menschen sind grundsätzlich, sagen sie, warum soll ich der Technik, die doch eh schon jetzt so weit ist und der ich schon so oft vertraue in meinem Alltag, jetzt nicht in dem Moment auch wieder vertrauen? Natürlich ist es, was hier passiert ist, ganz schlimm. Und man sieht auch, dass hier die Technik in dem Sinne einfach nicht so funktioniert hat, beziehungsweise die Menschen sich mehr erwartet haben, als tatsächlich in dem Fall möglich war. Aber eines dürfen Sie mir glauben, Tesla hat daraus gelernt. Diese Sensoren und Radare, die Sie gerade eben gesehen haben, die wurden zum Teil an der Anzahl verdoppelt und verbessert. Und es wird stetig daran gearbeitet, hier die Leistung noch besser zu machen und zuverlässiger. Elon Musk hat Anfang dieses Jahres erst ein großes Versprechen gemacht. Und zwar hat er gesagt, dass 2019, das ist in 2 Jahren, vollkommen autonome Autos ohne Fahrer unterwegs sein werden und von Tesla produziert werden. Das heißt, hier spricht er tatsächlich das erste Mal von autonomen Autos. Davor war es der Autopilot, aber hier geht's richtig los. Also hier sagt er, die kommen. Und Tesla hat auf jeden Fall daraus gelernt und möchte nie wieder, dass so etwas passiert. Man sieht am aktuellen Fall auch, dass ganz eindeutig die Schuld von Tesla abgewendet wurde, weil es ein Autopilot war, der von vornherein gesagt hat, wir fahren nicht autonom. Aber man sieht auch, dass sowas nicht passieren darf. Und dafür sorgen auf der ganzen Welt unzählig viele Firmen. Und es wurden unglaublich viele neue Geschäftsfelder allein für den Fall autonomes Fahren entwickelt. Hier oben, das sieht man jetzt leider nicht ganz so gut, sind einige Firmen aufgelistet. Das sind aber nicht nur Automobilhersteller, die tatsächlich das autonome Auto tatsächlich mitproduzieren, sondern hier ist auch ein Bosch hier oben, der zum Beispiel die Kameras mitproduziert. Hier sind Firmen, die sich grundsätzlich mit dem Thema Mobilität, Fortbewegung, wie muss die Stadt der Zukunft dafür aussehen? Hier steckt unheimlich viel Geld drin und an den ganzen Hotspots der Welt wird daran gearbeitet und geforscht und immer mehr Geld reingepumpt, um autonomes Fahren so perfekt wie möglich zu machen. Und wir brauchen auch gar nicht so weit gucken in eine Richtung wie Uber oder Lyft, sondern das passiert auch hier bei uns in Deutschland. Ich habe Ihnen eben mal 3 Statements aufgeschrieben, die sind von der CES 2017, also Anfang des Jahres war eine große Technikmesse in Amerika, und da haben auch unsere 3 hauptsächlichen deutschen Autobauer ihre Versprechen abgelegt, wann autonomes Fahren tatsächlich soweit sein wird. Und die sind alle hoch motiviert und machen ganz große Versprechen, dass es sehr bald kommen wird, dass die Zukunft sehr nah ist. BMW zum Beispiel
fängt aktuell an, 40 autonome Autos, 40 autonome BMWs in Deutschland, zum Teil auch in USA und Europa zu testen. Also wer weiß, vielleicht fährt gerade unten ein autonomer BMW rum und Sie wissen es gar nicht. Mercedes-Benz hat seit 2015, eine Studie war damals angelegt, 2015, da haben die autonome LKWs getestet und seitdem sind die in Nevada zugelassen. Also die Angst von Anfang, dass wir nicht mehr beliefert werden können, ist eigentlich unbegründet, weil die fahren bereits in Nevada, diese LKWs. Und man sieht auch, der Audi A8 soll dieses Jahr erhältlich sein mit Assistenzsystemen, die ein teilautonomes Fahren bis 60 km/h schon ermöglichen. Ich finde, 60 km/h ist eigentlich nicht schlecht. Also es ist eine relativ hohe Geschwindigkeit hier schon. Und schon 2020 zum Beispiel will ein Audi, 21 und 2030 sind unsere deutschen Autobauer auch soweit. Also es ist keine Vision, die irgendwo aus einem Hotspot kommt, wo sowieso alle Techniker zusammengesteckt sind, die da vor sich hinspinnen, sondern das findet auch hier mitten unter uns statt. Wir haben sogar in Karlsruhe eine Teststrecke, habe ich vorhin erfahren, für autonom fahrende Autos. Das heißt, es ist mitten unter uns das autonome Fahren. Ja, vielen Dank für diesen ersten technischen Einblick. Uns interessiert natürlich jetzt auch, wie ist das bei Ihnen? Ich habe so verschiedene Reaktionen aus dem Augenwinkel gesehen. Als es darum ging, wie ist Ihr Vertrauen in die Technik? Man vertraut sehr schnell, habe ich nur gehört, das kenne ich irgendwoher aus Ihren Reihen. Andere hatten eher einen skeptischen Blick, wie schnell das Ganze kommt oder wie schnell wir dem autonomen Fahrzeug vertrauen können. Da interessiert uns, wie ist das bei Ihnen? Auf was setzen Sie aktuell schon? Also, es gibt ja schon einiges an Fahrerassistenzsystemen, sehr intelligente Systeme. Ich bin selber auch schon mit so Sachen rumgefahren. Da ist sicherlich noch Entwicklungspotenzial. Aber der Unterschied zu wirklich autonomem Fahren ist noch riesengroß. Und ich sehe auch noch ein ganz anderes Problem. Wie soll ein Verkehr aussehen, in dem die Hälfte noch mit normalen Autos unterwegs ist und die andere Hälfte autonom? Ja, auch schon die rechtliche Frage, ja. Was habe ich von einem autonomen Fahrzeug, das autonom heißt, aber noch ein Lenkrad und eine Bremse hat? Das ist ja ein Anachronismus. Ja? Und außerdem gibt es ein anderes Argument, finde ich. Warum soll ich mir einen Porsche kaufen, wenn ich damit nicht mehr rumrasen kann und zeigen kann, wie potent ich bin? Ja? Weil das Auto automatisch... Ja, die Potenzprothese Porsche macht ja dann keinen Sinn und es würden ja auch andere Autos, der Daimler kann seinen AMG-Laden dicht machen, wenn sie autonom fahren. Ja? Vielen Dank. Wie sehen das die anderen direkt dazu? Ich kann vielleicht schon vorwegnehmen, dass Sie mindestens eins der Themen adressiert haben, auf die wir gleich noch weiter eingehen werden mit der Stadt der Zukunft. Gibt es noch andere Stellungnahmen direkt zum Vertrauen aktuell in die Autos schon? Oder sind Sie gespannt, wie es weitergeht? Ich fand die Information, dass Tesla von der Haftung freigesprochen worden ist, in dem Fall eine spannende Information. Denn es ist ja tatsächlich so, wenn man ein Auto bewirbt und dazu einlädt, so zu fahren, ist es dann wirklich die richtige Zuordnung von Risiken und Haftungsrisiken, wenn man sagt, der Mensch, der Werbung traut und sich entsprechend verhält, kommt in die Haftung und der Autohersteller, der aktiv so ein Bild schafft und damit Situationen schafft, wo eben der einzelne Fahrer sich der Werbung entsprechend verhält, ist völlig auf der Haftung raus. Nicht nur der arme Fahrer ist tot, für den ist das keine besonders relevante Geschichte mehr, aber natürlich auch im Verhältnis zu Drittfahrern. Also ich lade Leute dazu ein, indem ich suggeriere, ihr könnt schon im Wesentlichen die Hand vom Lenkrad nehmen, Zähne putzen, Nasenhaare schneiden und ich fahre so einem Fahrzeug entgegen, was möglicherweise dann doch nicht hundertprozentig funktioniert. Ist da die Risikoverteilung adäquat, wenn man sagt, da kommt Tesla aus der Haftung raus? Ich meine sicher nein. Vielen Dank. Ich fand es eigentlich ganz interessant, dass das Argument mit dem Tesla, der den weißen, oder dieser tödliche Unfall von dem Tesla als Argument gegen autonomes Fahren gebracht worden ist, weil wenn man sich überlegt, wie viele tödliche Unfälle in der Zeit von Menschen oder in diesem letzten Jahr von Menschen passiert sind, ist, glaube ich, die Zahl deutlich höher als eins. Von daher finde ich es eigentlich eher
Also ich würde lieber mit autonomen Fahrzeugen im Mitverkehr fahren, als mit irgendwelchen angetrunkenen oder übermüdeten anderen Fahrern. Von daher finde ich es eigentlich die Pflicht, dass wir autonomes Fahren einführen. Und ich sehe eher die Frage, wann sollte es verboten sein, dass Menschen auf normalen Straßen fahren und dann nicht mit ihrem Porsche nur noch auf die Rennstrecke gehen dürfen. Ja, vielen Dank. Eine bessere Überleitung zu den Versprechen, wie es weitergeht, hätte ich kaum machen können. Vielen Dank. Von daher würde ich direkt Linda wieder das Wort geben. Vielen Dank. Ja, wir haben gerade schon ein bisschen gehört, das ist vielleicht noch ein bisschen skeptisch. Ich möchte Ihnen noch ein paar Infos geben, warum wir überhaupt autonomes Fahren brauchen oder warum es überhaupt so weit gekommen ist. Ganz viele der Techniker sagen, das ist gar kein so ein Wunder, sondern es ist ganz klar, dass diese Entwicklung an diesen Punkt gekommen ist. Wenn man am Anfang haben wir ein Auto gebaut, dann hat irgendwann haben die Leute alle einen Führerschein gemacht, es ging weiter, jeder konnte fahren, das Straßennetz wurde ausgebaut, dann wurden die Autos einfacher gemacht, dass jeder auch tatsächlich damit fahren konnte auf jeder Straße und dann wurden Assistenzsysteme dazu gegeben. Ganz viele sagen, das ist die ganz natürliche Entwicklung, dass dieser Schritt jetzt getan wird, dass man den nächsten Faktor noch wegnimmt, den nächsten Gefahrfaktor und sich einfach das Gesamte ein bisschen betrachtet. Warum brauchen wir eigentlich autonomes Fahren? Ich habe Ihnen hier mal eine Zahl aufgeschrieben, 156 Stunden verbringen wir im Durchschnitt pro Jahr im Auto. Diese Zahl ist von 2015 und die zeigt den durchschnittlichen Deutschen, der da 11.000 Kilometer in seinem Auto sitzt pro Jahr. 156 Stunden finde ich meiner Meinung nach klingt schon sehr viel, was man da alles hätte machen können in dieser Zeit. Man muss schon sagen, das war bisher tote Zeit. Also sie saßen da, waren vielleicht danach noch gestresster nach der Fahrt, weil sie sich mit irgendwelchen blöden anderen Mitfahrern da abgeben mussten. Und das möchte autonomes Fahren natürlich in Zukunft auch verhindern, dass sie diese Zeit aktiv nutzen können. Was autonomes Fahren auch verspricht und auch möglich macht, ist ein besserer Verkehrsfluss. Autonome Autos können miteinander kommunizieren. Das heißt, das Auto, das an 10. Stelle ist in der Reihe, weiß, dass das erste Auto gleich bremsen muss, weil es irgendeiner Gefahr ausweicht. Das heißt, alle Autos können sich danach ein bisschen dran richten und der gesamte Verkehrsfluss wird wesentlich besser dadurch. Ebenso ist es, dass Straßen, die zum Beispiel aktuell sehr belastet sind, das autonome Fahren davor seine Online-Maps oder seine Karten anschauen kann und sagen kann, diese Straße werden wir zum Beispiel nicht verwenden, wir werden einen anderen Weg wählen. Oder fahr doch einfach eine Stunde später los, du kommst zur gleichen Zeit an. Der bessere Verkehrsfluss, weniger ruckartiges Fahren, Rasen und Bremsen, sondern eher Mitgleiten mit dem Verkehr, bringt natürlich auch mit einher, dass weniger Kraftstoff verbraucht wird und weniger Schadstoffausstoß ist. Das heißt, wenn wir das Ganze mal gesamt betrachten, natürlich ist der Porsche super spannend und spaßig, ich würde auch mal gerne einfahren, aber das hat natürlich auch einen Gesamt, wenn wir uns das Ganze mal in unserer Umwelt anschauen, was da alles für Probleme noch auf uns zukommen oder aktuell schon bei uns sind. Das könnte autonomes Fahren auch alles angreifen, beziehungsweise tut es aktuell schon. Sie sehen ja manchmal in den Autos, dass es ihnen vorschlägt, sie sollen einen bestimmten Gang schalten zum Beispiel, wir würden sie weniger verbrauchen. Autonomes Fahren macht das von alleine. Und ein zweiter riesiger Punkt, der wurde gerade eben schon angesprochen, ein Todesfall im Tesla gegenübergestellt mit ganz vielen anderen Unfällen mit normalen Fahrern. Diese Zahl 88% ist berechnet auf alle Unfälle, die 2015 passiert sind. Und bei 88% aller Unfälle geht der Unfall zurück auf menschliches Fehlverhalten. Dieses menschliche Fehlverhalten geht über Geschwindigkeit zu hoch, falsch eingeschätzt, in eine falsche Straße reingefahren, alkoholisiert oder unter Drogeneinfluss gefahren, nicht der Wetterbedingung angepasst gefahren. Diese ganzen Sachen oder unaufmerksam gefahren, das vergessen wir ja auch manchmal, dass manchmal einfach was passiert, weil wir nicht aufmerksam sind. Das alles summiert sich auf 88% von aller Unfällen. Wenn man die restlichen 12% anschaut, ist der nächstgrößere Prozentsatz sind Wildunfälle oder witterungsbedingte Unfälle, dass man sagt, plötzliches Glatteis, Aquaplaning oder ähnliches. Und nur ein ganz kleiner Anteil davon sind tatsächlich technische Probleme, die bei dem Auto zum Unfall geführt haben. Wenn man sich diese Zahl mal betrachtet, da ist nicht nur natürlich Interesse dahinter, sondern es ist auch ein finanzieller Aufwand, wenn man die ganzen Versicherungen betrachtet, die dafür aufkommen müssen für diese Fälle. Und 88%, wenn man sich überlegt, man muss gar nicht 88% davon lösen, aber annähernd wäre das natürlich schon auf jeden Fall ein Ziel, dass man sich daran
versucht zu orientieren und zu sagen, das Auto kann nicht betrunken sein, das fährt immer gleich. Also wenn der Fahrer betrunken ist, fährt das autonome Auto trotzdem gut und sicher nach Hause. Das autonome Auto kann durch seine Radare und Sensoren feststellen, was haben wir gerade für eine Straßenbeschaffenheit oder wie ist das Wetter, wie schnell kann ich fahren. Das autonome Auto kann diese Unfälle womöglich sogar komplett verhindern. Ja, ja, die Sicherheit. Die Sicherheit ist so ein Leitmotiv auch der Diskussion um das autonome Fahren. Und die ist es wert, aus ganz unterschiedlichen Facetten noch mal ein bisschen genauer betrachtet zu werden. Und da auch auf das Kleingedruckte zu schauen. Sicherheit ist ja im Verkehr etwas, was in einem interessanten Spannungsverhältnis steht. Wir leisten uns als Gesellschaft kaum ein grausameres technisches System als das des Straßenverkehrs. Trotz erheblicher Fortschritte, die wir in den letzten 25 Jahren gemacht haben, beträgt die Zahl der Verkehrstoten immer noch ungefähr 3.500. Sie sehen schon, das ist auch durch Fahrerassistenzsysteme aller Art in den letzten Jahren doch deutlich gesunken, auf ungefähr ein Drittel, aber es ist auch noch ein sehr erklecklicher Rest. Und wenn man noch auf die Schwerverletzten schaut, wird das Bild eigentlich noch dramatischer. Wir haben im Jahr 2015 ungefähr 68.000 Schwerverletzte im Straßenverkehr gehabt. Da sind die Gewinne auch nicht ganz so groß wie bei den Verkehrstoten, das ist nur ungefähr 50%. Und na klar, das ist ein großer Anreiz auch für die Entwicklung von autonomen Systemen, hier zu versuchen, noch deutlich besser zu werden. Wenn wir mal schauen, wie sich das so auf unterschiedliche Straßensituationen und Verkehrsträger verteilt, wird das Bild spannender. Was Sie daran sehen ist, dass die großen Anteile der Verkehrstoten einerseits bei Pkw-Fahrern, bei Fahren außerorts, aber nicht auf Autobahnen liegen, bei Motorradfahrern, das ist sicher kein Geheimnis, hier, aber auch ganz erhebliche Anteile Fußgänger und Radfahrer innerorts eine Rolle spielen. Bei den Verkehrstoten sind ungefähr 30% innerorts, 60% außerorts und nur ungefähr 10% auf der Autobahn. Was sagt uns das? Autonomes Fahren auf der Autobahn zu können, wird das Problem nicht wirklich lösen. Das sind sicher schätzenswerte Beiträge, aber die echten Gewinne liegen woanders. Und das wird in ähnlicher Form dramatisch, wenn man nochmal auf die Schwerverletzten schaut, weil da spielen die Verletzten in der Stadt mit fast 60% eine noch deutlichere Rolle. Das heißt, um die Sicherheitspotenziale autonomen Fahrens tatsächlich auch in dem Maße zu nutzen, wie versprochen wird, muss man mit den Fahrzeugen auf Außerortsstraßen und in die Stadt gehen können. Und das sind natürlich sehr viel komplexere Verkehrssituationen, als wir sie auf der Autobahn haben, sehr viel anspruchsvollere Situationen. Und da sind wir noch ein ganzes Stück weiter weg als beim automatisierten Fahren auf den Autobahnen. Das ist aber nur ein Teil der Sicherheitsdebatte. Wir werden auch automatisierte, autonome Fahrzeuge in Zukunft als Fahrzeuge sicher betreiben und nutzen wollen. Wie man das machen kann, wie das gestaltet werden kann, mit dieser Frage befasst sich die Forschung und befasst sich auch eine Reihe von gesellschaftlichen Kommissionen. Und wir hatten das große Glück, dass gerade eine Woche vor dieser Veranstaltung die Ethikkommission im Verkehrsministerium ihre Thesen zur Gestaltung automatisierten und autonomen Fahrens veröffentlicht hat. Ich werde die nicht alle durchgehen, keine Angst. Ich nehme aber mal drei heraus, um so ein bisschen die Denkweise auch zu verdeutlichen, um die es dabei gehen könnte. Und ich würde dann gerne mit Ihnen auch ein kleines Quiz, ein kleines Gedankenspiel machen. Dazu später. Erstmal zur Kommission. Das Langweilige zuerst. Was sagt die Kommission? Erste These, Einstiegsthese. Teil- und vollautomatisierte Verkehrssysteme dienen zuerst der Verbesserung der Sicherheit aller Beteiligten im Straßenverkehr. Daneben geht es um die Steigerung von Mobilitätschancen und die Ermöglichung weiterer Vorteile. Mit anderen Worten, Sicherheitsgewinne, nachweisbare Sicherheitsgewinne, sollten auch das zentrale Ziel sein, solche Entwicklungen zu motivieren, umzusetzen, zu unterstützen, zu gestalten. Die Kommission sagt auch, These 2, der Schutz von Menschen hat Vorrang vor allen anderen Nützlichkeitserwägungen. Ziel ist die Verringerung von Schäden bis hin zur vollständigen Vermeidung. Die Zulassung von automatisierten Systemen ist nur vertretbar, wenn sie im Vergleich zu menschlichen Fahrleistungen zumindest eine Verminderung von Schäden verspricht. Plausibel. Bis dahin auch vielleicht noch relativ einfach. Jetzt wird es langsam komplizierter. These 5a, eigentlich nur die erste Hälfte der These 5.
sonst würde es aber zu lang werden. Die automatisierte und vernetzte Technik sollte Unfälle so gut wie praktisch möglich vermeiden. Die Technik muss nach ihrem jeweiligen Stand so ausgelegt sein, dass kritische Situationen gar nicht erst entstehen. Dazu gehören auch Dilemmasituationen. Diese Dilemmasituationen sind Ihnen vielleicht schon mal begegnet. Die sind so der Gegenstand jedes zweiten öffentlichen Artikels über autonomes Fahren. Und über das Thema würde ich gerne mit Ihnen so ein kleines Experiment wagen. Auch deshalb, weil trotz all dieser Anstrengungen, die hier formuliert werden und die als normative Forderung sicher auch richtig sind, es uns wahrscheinlich nicht gelingen wird, dass das Ganze absolut sicher sein wird. Es wird weiter Fälle geben, in denen durch die Nutzung automatisierter, autonomer Fahrzeuge Menschen zu Schaden kommen werden. Und die gar nicht so einfach zu beantwortende Frage ist, werden wir das als Gesellschaft tolerieren? Werden wir das hinnehmen? Dann werden wir uns dagegen wehren, dass plötzlich auch Automaten Verantwortung dafür tragen, dass Menschen im Straßenverkehr ums Leben kommen? Und unter welchen Umständen, wenn wir es tolerieren, werden wir es tolerieren? Das hat uns eben diese Diskussion auch eingehandelt. Wie sollten eigentlich automatische Systeme handeln, wenn Vermeidung selber nach Ausschöpfung aller Möglichkeiten dann doch nicht mehr möglich ist? Und dazu würde ich mit Ihnen, wie gesagt, so ein kleines Gedankenexperiment wagen. Die Kollegen hier im Raum haben so eine Handvoll von Zetteln vorbereitet. Die würde ich Sie mal bitten auszuteilen, während ich rede. Ich würde noch mal kurz auf dieses sogenannte Trolley-Problem verweisen, so wie Sie es ganz oft in der Literatur finden. Das Trolley-Problem sozusagen eine ethische Fingerübung oder ein ethisches Gedankenexperiment sagt, eine Straßenbahn ist außer Kontrolle geraten und droht 5 Personen zu überrollen. Durch Umstellen einer Weiche kann die Straßenbahn auf ein anderes Gleis umgeleitet werden. Unglücklicherweise befindet sich dort aber eine weitere Person. Darf man diese Weiche umlegen, um 5 Personen zu retten und dadurch gleichzeitig den Tod einer Person in Kauf zu nehmen? Das ist natürlich nichts, was so unmittelbar einsichtig auch mit autonomem Fahren zu tun hat. Wir haben uns aber mal überlegt, ob man dieses Gedankenexperiment vielleicht so zuschneiden kann, dass es für autonome für Situationen mit autonomen Fahrzeugen tatsächlich auch zutreffen kann. Ich hoffe, Sie haben alle einen Stift. Ich werde Ihnen eine Handvoll von Fragen stellen. Folgen Sie bitte Ihren Intuitionen. Wir machen es deshalb auch mit Zetteln, dass Sie nicht denken müssen, oh Gott, wenn mein Nachbar jetzt sieht, was ich hier sage, schreiben Sie das auf, was Sie wirklich denken. Also, das modifizierte Problem. Und Sie werden hier einige Anklänge wiederfinden von dem, was auch schon in den Ethikkommissionsformulierungen aufgetaucht ist. Ein automatisiertes Fahrzeug gerät in eine Verkehrssituation, das stellen wir uns mal vor, in dem es keinen Weg mehr identifizieren kann, bei dem es nicht eine Person schädigen wird. Mit anderen Worten, es gibt keine schadensfreie Alternative mehr. Dieser Situation begegnet das Fahrzeug. Das System entscheidet sich auf jeden Fall zu bremsen. Schadensvermeidung, Energie rausnehmen, immer gut. Vielleicht nicht auf Eis, aber im Großen und Ganzen schon. Gute Situation. Dennoch bleiben wir in der gleichen Situation. Die Situation lässt sich nicht anders auflösen, als etwas zu tun oder nichts zu tun. Erste Frage, sozusagen die obere Hälfte Ihres Fragebogens. Was sollte das System in so einer Situation tun? Sollte es keine weitere Entscheidung treffen dürfen? Oder sollte es sich tatsächlich als Steuerungssystem aktiv für eine der Alternativen entscheiden dürfen? Was denken Sie? Das System kann ja einfach sagen, okay, ich lasse es rollen, mach gar nichts mehr. Was passiert, passiert. Oder das System, man kann auch sagen, wir bauen das System so, dass es sagt, es entscheidet sich bewusst für eine Situation, auf die es hinsteuert. Und das kann man ganz unterschiedlich beantworten. Ich bin gespannt, was Sie sagen. Oh, Raunen. Das war noch der einfache Fall. Ich weiß nicht, was Sie entschieden haben, aber ich würde gerne mit dem Gedankenexperiment noch einen Schritt fortfahren. Aha. Gibt's? Nee. Fahren wir mal fort mit dem Fall, dass Sie sagen würden, oder wir würden auch als Gesellschaft entscheiden, per Regelung, per Verordnung, per anderes rechtliches Instrumentarium, das System sollte tatsächlich eine aktive Entscheidung treffen dürfen und nicht einfach
nichts mehr tun. Was würden Sie sagen, was sollte ein System in folgenden Fallsituationen entscheiden? Fall A, das System erkennt, Variante 1, es ist eine Person, mehr weiß es nicht. Auf dem Pfad B sind es 5 Personen, mehr weiß es nicht. Als Option steht auch noch zur Verfügung, gar nicht zu entscheiden, sondern in dieser Situation einfach zufällig zu agieren. Was meinen Sie, was sollte das System in so einer Situation tun? Es hat die Wahl zwischen einer erkannten Person, 5 erkannten Personen. Es kann sich aktiv für eine dieser beiden Optionen entscheiden oder einfach zufällig. Ja, genau, das sind die beiden Optionen, die es noch hat. Es gibt nichts anderes mehr. Es sind noch genau diese beiden. Oder es könnte dann sagen, ich entscheide mich für die erste. Es könnte sagen, ich entscheide mich für die zweite. Es könnte auch sagen, ich entscheide mich gar nicht. Ich lasse den Zufall walten. Also lose sozusagen zwischen den beiden Pfaden. Was soll es da tun? Das wissen wir nicht. Es erkennt nur diese Leute. Mehr weiß das System nicht. Es erkennt, da sind Leute. Ist alles total unbekannt. Nein, wir können ja gerne noch hinterher drüber diskutieren. Das ist, glaube ich, eine relativ realistische Situation, weil heute sind wir dazu, dass wir wissen, dass da Leute sind. Und mehr weiß man aber im Moment nicht. Ja? Man weiß nur, es sind Personen da. Gut, okay. Fall B, bisschen komplizierter. 2 oder 2. Oder Zufall. Nicht notwendigerweise, nein. Nicht notwendigerweise. Also 2 und 2? Die einen 2, die anderen 2 oder Zufall? 2 Kinder oder 2 Senioren? Fall D, 2 Stadtstreicher oder 2 Straßenarbeiter. Ich sage Ihnen mal, was die Ethikkommission gesagt hat zu dieser Frage. Die hat sie auch beantwortet. Die hat nämlich gesagt, bei unausweichlichen Unfallsituationen ist jede Qualifizierung nach persönlichen Merkmalen, Alter, Geschlecht, körperliche oder geistige Konstitution strikt untersagt. Eine Aufrechnung von Opfern ist ebenfalls untersagt. Allerdings kann eine allgemeine Programmierung auf eine Minderung der Zahl von Personenschäden vertretbar sein. Sehr spannend ist auch der 4. Punkt. Die an der Erzeugung von Mobilitätsrisiken Beteiligten dürfen Unbeteiligte nicht opfern. Heißt durch die Hintertür auch gesagt, Insassen des Fahrzeugs genießen keinen besonderen Schutz gegenüber Leuten im Umfeld des Fahrzeuges in solchen Situationen. Das heißt, im Zweifelsfall muss das Fahrzeug auch bereit sein, den Insassen zu schädigen anstelle der Personen, die im Umfeld des Fahrzeugs unterwegs sind. Sie merken, da haben wir ein ziemlich kniffliges Problem. Wer von Ihnen traut sich denn zu sagen, dass er sich bei seinen Intuitionen nicht an die Kommissionsregeln gehalten hat? Und in welchem Fall? such du mal aus. Also ich hätte die Kinder verschont und die Senioren geopfert. Ja. Warum? Einfach so oder naja, mit einem Argument? Die haben ihr Leben noch vor sich und okay. Die Senioren, die haben es einfach schon gelebt. Okay. Ich denke. Aha. Kritische Blicke. Vielleicht sammeln wir erstmal ein paar Stimmungen. Können Sie denn die allgemeine Programmierung noch erläutern? Was das, ist das nicht ein Widerspruch mit der Aufrechnung von Opfern? Widerspruch womit genau? Das ist erstmal nur ein Argument. Steht im Widerspruch zu welchem? Zur die allgemeine Programmierung zu der Aufrechnung. Ja, genau. Ich bin da auch noch nicht ganz schlüssig, was das sagen soll in der Kommission. Das ist tatsächlich die These, die Kommission formuliert hat. Ich hätte da auch noch mal eine Rückfrage, wie man das operationalisieren soll. Mir ist es ehrlich gesagt in der Sache auch im Moment nicht klar. Aber es ist das, was im Thesenpapier genau so steht. Welcher? Man nicht Personenschäden in Kauf nehmen darf. Wenn irgendwo im Horizont des Systems Personenschäden auftauchen, dann ist einfach Stopp, auf. Es ist
wird Ihnen, war ja die Einstiegsthese, das wird Ihnen oft gelingen. Es wird Fälle geben, wo es Ihnen nicht gelingt. Die Systeme werden, sehr wahrscheinlich werden die Systeme, sonst wird man sie vermutlich gar nicht einführen, Sie sehen es ja auch bei den Argumenten 1 bis 3, einen erheblichen Sicherheitsgewinn gegenüber dem Status quo, dem heutigen Status quo, bringen müssen, damit sie überhaupt einführungsfähig werden. Ich finde aber auch, man muss sich selber gegenüber ehrlich genug sein, zu sagen, wir werden es nicht komplett in der Hand haben. Wir haben es bei keiner Technik komplett in der Hand gehabt. Und auch da werden mindestens in der Einführungsphase, aber vermutlich auch später aus einer Reihe von sehr grundsätzlichen Erwägungen am Ende auch immer einige Geschädigte verbleiben. Und da müssen wir uns darüber einig werden als Gesellschaft und Regeln finden, wie wir damit umgehen, daran arbeiten. Das heißt nicht, dass das schlimmer wird oder dass das Dauerzustand wird, aber man muss, glaube ich, allen Ernstes damit rechnen, dass solche Fälle eine Rolle spielen. Die spielen dann auch eine Rolle in der gesellschaftlichen Diskussion. Die spielen eine Rolle bei der Bewertung dieser Technik. Und sie haben sicher auch eine Rolle für das, was man so schön Akzeptanz nennt. Deshalb rufen wir das Thema ja auch durchaus auf. In der Atomtechnik haben wir ja auch schon einige tausend Risikofälle. Ja. Und wie steht die Gesellschaft dazu? Das beantworte ich Ihnen gerne nachher. Das führt uns jetzt von diesem Thema wirklich weg. Vielleicht waren noch ein paar andere Hände, die ich gesehen habe. Also mir drängt sich jetzt die Frage auf, die Unterscheidungen, dass das System Kinder und Rentner unterscheiden kann. Ja. Wie ist denn das dann mit Hacker und Ähnlichen? Wie kann man da dann, Ich weiß jetzt nicht, ob Sie meinen, ob das System dann Hacker überfahren soll. Ja, so ähnlich. Natürlich, wie ist die Anfälligkeit bei Hacker? Weil dann kann man quasi das als Instrument benutzen. Verstehe. Johannes, können wir das auf die Merkliste für die spätere Diskussion nehmen? Das ist eine spannende Frage, würde ich aber gerne vielleicht jetzt nicht erstmal bei diesen Fällen weiter besprechen. Ja? Noch eine Frage. Ich halte es ein bisschen für zu sehr simpel, wenn man das auf ein oder mehrere Personen reduziert, die Schadensfolgenabgrenzung, weil wie ist das dann mit den Umweltbedingungen? Also ganz hypothetisch, die Person steht vor einem Gastank, eine Person, und daneben 3,5, ich meine, da werden ja sehr viel mehr Anzahl an Menschen ins Leben kommen wahrscheinlich. Sehr richtig, ja. Wie weit wollen wir bei solchen Betrachtungen dann eigentlich die Grenzen der Schadensfolgenabschätzung ziehen? Wollen wir sie auf die Person beschränken? Wollen wir Kollateraleffekte berücksichtigen? Können wir die überhaupt erkennen in der Situation, in der entschieden werden muss? Es wird sehr viel komplizierter, als es hier schon ist. Ja, das ist eine simplifizierte Fassung und die war uns für den Moment mal kompliziert genug, aber ich gebe Ihnen recht, wenn man es ernsthaft meint, kann man sie noch deutlich komplizierter machen. Wir machen jetzt vielleicht dazu noch eine Wortmeldung, dann können wir kurz die Analyse machen von dem, wie Sie abgestimmt haben, und dann nehmen wir die restlichen Fragen mit in die spätere Diskussionsrunde dann. Okay. Das eine wurde jetzt schon diskutiert, ob das nicht suggeriert, wir könnten die Schäden so genau abschätzen, dass wir exakt programmieren können, ob das nicht eine der typischen Vertrauensvorschüsse in Technik sind, die wir nicht einlösen können. Mhm. Was mich auch noch interessieren würde, wie Ihre Einschätzung daran ist, ich teile die letzte These, dass die Erzeugung von Mobilitätsrisiken nicht Unbeteiligte geopfert werden dürfen, wenn wir über Programmierung reden. Ja. Vermute aber, dass das doch eigentlich das ganze Projekt zum Scheitern bringt. Das heißt ja, ich setze mich in ein Auto, von dem ich weiß, dass es mich gegen eine Wand fährt, zu Recht, meine ich, wenn die Alternative ist, aber nicht gerne zu Recht. Aber das heißt es doch in der Konsequenz. Da ist die Wand, ich fahre dagegen, wenn das Auto nicht schnell genug bremsen kann, weil ich nicht, wenn man jedenfalls 3-1 entscheiden lässt, dass ich nicht 3 Leute totfahre, die die Alternative sind. Wenn das so klar auf dem Tisch liegt, setzt sich niemand in so ein Ding rein und vielleicht ist damit die Diskussion beendet. Bin mir nicht ganz sicher, ob es so klar ist, wie Sie es formulieren. Ich würde sagen, ja, ist ja in Ordnung, ja. Ich würde sagen, Sie müssen jedenfalls damit rechnen können und wollen, dass in solchen Situationen das System auf die Idee kommt, den Fußgänger zu schonen. Das ist aber etwas, was man in der heutigen Mobilitätssituation eigentlich auch hat. Zwar nicht als aktive Komponente des Handelns eines Systems, aber als situatives Ergebnis. Ich bin mir unschlüssig, ob ich das mit Ja oder Nein dahingehend beantworten würde, dass es ein Showstopper ist. Es ist, glaube ich, ein kniffliges Problem für die Marktgängigkeit solcher Produkte. Ich halte es aber nicht für ganz so dramatisch, wie Sie es formuliert haben. Ja, d'accord, es macht ja auch Spaß, wenn man es auf den Punkt bringt.
Werden wir sehen. Die Frage ist auch, wie stellt man das sicher im Übrigen, dass die Programmierungen so aussehen, dass sie sich an diese Regeln halten. Ich sehe an der Stelle noch viele aufgewühlte Gesichter, viele Handmeldungen, viele Arme, die nochmal hochzucken wollen. Ich möchte Sie nochmal kurz vertrösten. Wir haben noch einen größeren Diskussionsblock. Ja. Fürs Erste haben wir eine kurze Auswertung, wie das Gesamtbild hier im Raum war unter uns, unter Ihnen. Und dann habe ich versprochen, dass wir noch einen interessanten anderen Aspekt haben, den wir gerne noch aufbringen wollen, bevor wir dann in die Gesamtdiskussion gehen und hoffentlich die meisten Ihrer Redebeiträge auch noch aufrufen können. Okay. Die Kollegen haben dankenswerterweise mal durchgezählt. Jetzt schauen wir mal die rechte Matrix nochmal an. Ich muss auch sagen, wir haben das schon ein paar Mal in solchen Veranstaltungen gemacht und sie weichen ein bisschen von Mainstream ab. Warum auch immer. 22 unter Ihnen haben gesagt, das System soll prinzipiell nur zufällig entscheiden. Also de facto den Zufall walten lassen auf eine Art auch. Also viermal würfeln. 17 haben immerhin gesagt, im Fall A dann doch lieber 1 als 5. Aber in allen anderen Fällen Zufall. Und 15 haben das bisher dominante Muster, in den bisherigen Umfragen dominante Muster, auch für sich als zutreffend angekreuzt, nämlich Fall A, die eine statt die 5 Personen, bei den 2 nicht näher spezifizierten Personen im Fall 2, 2 gegen 2 sozusagen, Zufall. Fall C, so wie beim Publikum auch, lieber die Kinder. Und im Fall D, Zufall. Wir hatten bisher ganz wenige Fälle, vielleicht kann man das auch sagen, wo Leute auch tatsächlich aufgrund solcher sozialen Erwägungen Unterscheidungen gemacht haben, gab es aber auch schon. Aber die drei Gruppen, die wir hier gebildet haben, und da bleiben noch so 14 als Rest ungefähr hier im Publikum, das heißt so auch die großen Mehrheiten liegen in diesen drei Clustern, das zeigt Verschiedenes. Wir haben gar keine gemeinsame Auffassung der Entscheidungssysteme. Auch hier in diesem Raum gibt es eine Bandbreite. Das macht das Programmieren und das Regeln eigentlich noch deutlich schwieriger, weil wir diese Diversität oder Pluralität in unseren moralischen Intuitionen haben. Und wir müssen uns einfach als Gesellschaft eine Lösung dann auch einfallen lassen, das irgendwie zu kodifizieren, damit für alle Beteiligten Umsetzungsmöglichkeit und Rechtssicherheit auch im Umgang mit solchen Systemen entsteht. Reden Sie gerne noch ein bisschen weiter drüber, nur mal so als kleiner Impuls, wo eine große Baustelle der Diskussion ist und auch in Zukunft sein wird. Und damit gebe ich, glaube ich, erstmal weiter an Johannes. Genau, das Reden würde ich gerne hinten anstellen, natürlich, um jetzt mit der Veranstaltung weiterzumachen. Sie sehen diese Dilemma. Und trotz all diesen Dilemmen sind unter anderem die Versprechen oder die Visionen natürlich weitergegangen und längst über dem rein technischen Aspekten drüber hinweg zu Gesamtbildern geworden, wie weit autonomes Fahren auch Zukünfte beeinflusst, die Stadtzukunft oder ähnliche Bilder. Und wie auch natürlich die Interaktion, die vorhin schon mehrfach angeklungen ist, aufgerufen wird. Und da darf ich an Thorsten dich wieder direkt zurückspielen mit der Interaktion zu anderen Verkehrsteilnehmern. Genau, da war doch noch ein ganz anderes Thema, ein ganz anderes als das mit dem ethischen Dilemma, nämlich, jemand sprach es vorhin, glaube ich, auch schon an, wir müssen mit den Fahrzeugen ja auch in die Stadt. Wenn man jedenfalls diese Sicherheitsversprechen erfüllen wollen, dann werden wir nicht umhin kommen, die auch so leistungsfähig zu machen, dass sie in der Stadt, im Stadtverkehr interagieren können. Und das ist anspruchsvoll. Da haben Sie einerseits irgendwann vielleicht tatsächlich autonome Fahrzeuge. Dann haben Sie irgendwie automatisierte Fahrzeuge, die noch gar nicht autonom sind, bei denen ein Fahrer noch eine Restfunktion hat, aber die phasenweise automatisch fahren. Dann haben Sie nicht automatisierte Fahrzeuge, jedenfalls auf absehbare Zeit. Fußgänger, Fahrradfahrer. Und dann stellen Sie sich mal das Straßenverkehrsgeschehen vor. Wenn Sie sich das so vor Ihr geistiges Auge führen, wir haben zwar Verkehrsregeln, aber der Straßenverkehr in der Stadt ist nicht alleine regelbasiert. Ganz viele Dinge klären wir in der Situation, intuitiv. Wir verhandeln das. Wir lassen uns aufeinander ein. Manche Sachen sind Erfahrungswerte, laufen nicht dein Gegenüber um. Manche Sachen haben wir auf eine Form auch tradiert. Wie benimmt man sich ordentlich in der Stadt? Das ist so kulturell erworben. Wir haben ein ganz, ganz komplexes Geflecht von
zum Herstellen von Beziehungen im städtischen Verkehr. Und da müssen wir diese Fahrzeuge auch natürlich hineinbekommen. Das klingt erstmal sehr, sehr theoretisch auf eine Art, aber stellen Sie sich das mal vor, Sie kommen an den Zebrastreifen, da kommt ein Auto, da sitzt jemand drin. Wissen Sie dann noch, wenn Sie mit dem Fahrzeug oder seinem Fahrer, das wissen wir ja gar nicht mehr genau, kommunizieren wollen, ob das Fahrzeug ein autonomes Fahrzeug ist, bei dem die Person nur Fahrgast ist und gar keine Möglichkeit mehr hat, das Fahrzeug zu steuern? Ob das ein automatisiertes Fahrzeug ist, wo die Person an Bord jedenfalls die Möglichkeit hat, in der Situation noch selber einzugreifen, oder ob es ein überhaupt nicht automatisiertes Fahrzeug ist. Und dann wollen Sie eine Situation klären wie, ich lasse dich mal am Zebrastreifen vorbei. An wen wenden Sie sich? Sie reden, so machen wir das heute im Alltag, mit der Person. Sie gucken die an, Sie versuchen Kontakt herzustellen, Sie wissen aber nicht, was die Person kann in Zukunft. Das ist schon relativ knifflig. Und noch kniffliger ist, wenn dann gar keiner mehr da drin ist. Dann müssen Sie die Fahrzeuge ertüchtigen, in diese Kommunikation einzutreten. Und ein paar Ideen gibt es da auch. Ich habe hier mal so drei mitgebracht, die so in den letzten Jahren veröffentlicht worden sind. Das eine ist hier von der Firma Semcon. Die haben so einen kleinen Smiley in den Kühlergrill gebaut. Es erkennt die Leute, es sagt ihnen sozusagen, ich habe euch erkannt, es ist sicher, den Zebrastreifen zu queren. Smiley, eine Form der Kommunikationsherstellung. Eine sehr viel aufwendigere Methode haben die Damen und Herren bei Daimler-Benz gewählt. Das Fahrzeug haben Sie vorhin schon gesehen in dem Video mit dem Baby, das ist das Gleiche. Die projizieren, das kann man leider nicht sehen, weil es nur ein Standbild ist, die projizieren mit einem Laserstrahl vor den Fußgänger so eine Art virtuellen Zebrastreifen. Das sieht natürlich in der dunklen Halle bei dunklem Fußboden total schick aus. Im Karlsruher Sommer auf einer weißen Straße mit meiner Brillenstärke wird es komplizierter. Oder auch Google oder seine Tochter Drive AI arbeiten dann mit diesen Tafeln vorne auf dem Fahrzeug. Ich will sagen, wir haben da eine richtige Baustelle. Ja? Wir müssen uns was überlegen, wie wir mit diesen Fahrzeugen in dieser komplexen Situation Stadtverkehr diese Kommunikation ermöglichen. Die Ideen, Sie haben gelacht, ich habe sie auch ein bisschen lächerlich gemacht, das gebe ich schon zu, die Ideen, die wir da haben, sind sehr vorläufig, um es mal höflich auszudrücken. Da muss noch sehr viel mehr passieren, damit das wirklich gut funktioniert. Das kann man natürlich auch ein bisschen systematischer angucken. Das Grüne habe ich im Grunde schon gesagt. Wie gehen wir eigentlich als Menschen in Zukunft dann mit solchen autonomen Fahrrobotern, da sind ja autonome Fahrzeuge am Ende des Tages auch, im Straßenverkehr um? Wie nehmen wir die wahr? Nehmen wir die als Ding wahr? Kann sein. Oder nehmen wir die als etwas wahr, was eine eigene Handlungsfähigkeit hat? Wir nennen das auch Agency. Das macht aber einen Unterschied, wie wir uns diesen Dingern gegenüber verhalten. Das sehen wir schon heute, dass Menschen in der Interaktion mit Robotern in sozialen Kontexten so etwas machen, wie das, was wir Anthropomorphisierung nennen. Sie vermenschlichen die auf eine Art. Jetzt könnte man zynisch sagen, das machen manche Leute mit ihrem Auto schon heute und geben dem einen Namen. Das ist nicht gemeint, aber sozusagen, es stellen sich andere soziale Beziehungskonstellationen ein, wenn Leute andere Erwartungen an ein solches System haben. Wenn sie es vermenschlichen, erwarten sie nämlich auch, dass es reagiert wie ein Mensch in bestimmten Konstellationen. Das könnte kompliziert werden. Das habe ich, glaube ich, schon angesprochen. Welche Erwartungen bestehen eigentlich auch seitens der Verkehrsteilnehmer in der Stadt, mit solchen Fahrzeugen zu kommunizieren, zu interagieren? Wie kann man das auch in fahrzeugbasierte Lösungen übersetzen? Müssen autonome Fahrzeuge in bestimmten Verkehrssituationen verhandeln dürfen? Ich habe ja gesagt, wir verhandeln ständig, sollen die das auch dürfen? Sollten sie das? Wie können sie das dann tun? Wie kriegt man das in eine Programmierung hinein? Ich weiß es nicht, im Moment jedenfalls. Man kann es noch komplizierter machen. Wenn Sie mal so heute gucken, wie wir Verkehr betreiben, Straßenverkehr betreiben, keiner von uns als Autofahrer hält sich an die Regeln. Wir fahren 10 km/h schneller, wir fahren mit 5 Meter Sicherheitsabstand auf den Vorfahren in der Stadt. Wenn wir es auch nicht tun, haben wir einen vor uns. Wir haben als Menschen ein System entwickelt, uns nicht an Regeln zu halten und trotzdem einen einigermaßen robusten Straßenverkehr herzustellen. Und jetzt machen wir das mit autonomen Fahrzeugen. Die halten sich an die Regeln. Haben Sie sich mal an die Regeln gehalten, wenn Sie in der Stadt fahren? Und können Sie sich überlegen, was dann passiert? Sie sind ein Opfer. Irgendwie. Und das macht auch keinen Spaß, wenn Sie drin sitzen.
Selbst wenn sie nichts mehr tun können, ja. Wenn sie beim Reißverschluss der siebte sind und nicht der zweite, der sie hätten sein können, haben sie irgendwann keinen Spaß mehr an dem Spielzeug. Also brauchen solche Fahrzeuge die Fähigkeit zum kalkulierten Regelverstoß in solchen Situationen, weil wir alle als menschliche Interaktionspartner uns ja so verhalten. Aber wenn sie das haben, wie sichern wir das dann auch rechtlich ab? Da haben wir, glaube ich, ein weiteres, durchaus kniffliges Problem, für das wir eigentlich keine gute Umsetzungsidee haben. Und last but not least, wer weiß, wie diese Fahrzeuge funktionieren, weiß auch, wie man sie ärgern kann. Ich weiß nicht, ob Sie mal ins Internet geguckt haben, da gibt es so einen wunderschönen Spot, wie fängt man ein autonomes Auto? Man baut eine Falle, indem man einen Kreis auf die Straße malt, darum eine gestrichelte Linie, dann lässt man das autonome Fahrzeug reinfahren, die gestrichelte Linie darf es überqueren, die durchgezogene Linie darf es nicht mehr überqueren, zack, trapped. Ja, Sie lachen. Sie lachen, das Fahrzeug ist nicht unbedingt klug genug, um diese Situation für sich aufzulösen und man kann das unendlich weiter treiben. Praktiker fallen auch viel mehr böse Tricks ein, von Luftballons mit Gesichtern, keine Ahnung. Müssen wir dann, wenn das tatsächlich zum Volkssport wird, müssen wir Menschen verbieten, so einen Quatsch zu machen, damit das Zeug funktioniert? Ja, es ist vielleicht lustig, aber es ist ein ernsthaftes Problem, was sich dahinter verbirgt. Ja? Wird automatisiertes, automatisierungskonformes Verhalten am Ende auch zum Regulierungsprinzip werden müssen, damit Automatisierung im Verkehr technisch möglich ist? Mit den Fragen überlasse ich Sie mal der weiteren Debatte. Das arme Auto. Also ich finde, da gehen wir jetzt schon ein bisschen vom allerschlechtesten Fall aus. Also ich hoffe, Sie sind hier alle gut genug zu den zukünftigen automatisierten Autos und sperren es nirgends in den Kreis ein. Ich weiß nicht, also mir ist noch nie die Idee gekommen, zum Beispiel auch mein Handy oder mein Smartphone irgendwie reinzulegen mit irgendwelchen Apps, die sich gegenseitig, was weiß ich, linken könnten. Ich finde, da gehen wir jetzt schon sehr vom schlimmsten Fall aus. Und auch wenn wir zum Beispiel das Stadtproblem uns anschauen, wäre das wirklich so tragisch, wenn das autonome Auto ein bisschen länger am Zebrastreifen steht, weil es jetzt nicht weiß, ob die Oma meint, fahren Sie weiter oder ich gehe drüber. Wirklich tragisch wird es da nicht. Da wird es eher noch vorsichtiger und noch sicherheitsrelevanter für uns und die Stadt wird noch sicherer. Und ich hoffe einfach mal ganz stark, dass dieser Schabernack, sobald wir alle wissen, was ein autonomes Auto für uns alles an Mehrwert bietet, dass dieser Schabernack nicht getrieben wird und dass sich da diese Videos sofort aus dem Internet natürlich verschwinden, wenn es soweit ist. Und natürlich gibt es auch Ansätze, die gleich von vornherein sagen, wir brauchen dafür eine noch größere Lösung. Wir sehen hier ein Bild von der Stadt der Zukunft. Da haben wir gerade auch das Problem, was der Kollege vor mir angesprochen hatte, dass in der Stadt, dann fährt einer 50 und das andere kommt nicht hinterher. Wir müssen da ein bisschen weiter und ein bisschen größer denken. Unsere komplette Mobilität ändert sich ja durch autonomes Fahren. Klar, es gibt seit Ewigkeiten, es gibt seit über 130 Jahren, gibt es das Auto und für uns alle ist das natürlich ein Zeichen von Freiheit und wie wir uns fortbewegen können. Aber ändert sich das nicht alles? Ändert sich das nicht alles mit dem Bewusstsein, dass wir sagen, wir müssen auch ein bisschen was für die Umwelt tun? Ich denke eher, dass die Stadt der Zukunft, da kommen Konzepte wie zum Beispiel Carsharing. Das heißt, es gibt viel weniger Autos in der Stadt, es gibt auch viel weniger Verkehr. Vielleicht ist dann gar einmal das Problem, dass sie das siebte im Reißverschlussverfahren sind und warten müssen. In der Stadt der Zukunft ist auch alles viel mehr getaktet. Das heißt, wenn Sie sagen, ich muss um 15 Uhr am Flughafen sein, ist das autonome Auto so getaktet, dass es Sie perfekt in der Zeit abholt und Sie nirgends stehen bleiben müssen und warten müssen. Und die Thematik, die wir vorher hatten, dass es gefährlich ist im Straßenverkehr oder im Stadtverkehr mit den ganzen Fußgängern. Ich meine, Sie als Autofahrer in Karlsruhe gibt es genügend Radfahrer, die einfach komplett alle Regeln missachten und fahren wie wild, links, rechts, vorwärts, rückwärts. Eine Bahn kommt noch dazu, noch ein anderes Auto, noch Fußgänger. Das haben wir schon auch irgendwie geschafft. Wieso soll es unser autonomes Auto nicht auch schaffen? Und dann fährt es halt langsam durch. Und ich glaube, wir dürfen auch uns nicht unterschätzen, dass wir mit dem Auto in Zukunft gut klarkommen können. Ich meine, es gibt so viele Technologien, die in unsere Mitte reingeschmissen wurden und dann hieß es auf einmal so, ab heute hat jetzt jeder das Internet, ab heute hat jeder ein Smartphone und ab heute geht's los. Und irgendwie haben wir es auch geschafft, obwohl von vornherein jeder gesagt hat, oh, was heißt das für uns, wir werden alle untergehen. Das wird auch hier der Fall sein. Wir dürfen uns selber nicht unterschätzen und wir wissen auch zum Beispiel, wie wir mittlerweile mit Elektroautos, wir hören es nicht mehr, aber wir hören irgendwo was an, surren oder und wissen dann, okay, wir schauen mal nach links und rechts. Und wissen dann, da kommt ein anderes Auto, das klingt vielleicht nur ein bisschen anders da. Das ändert sich doch ständig und wir ändern uns auch und wir passen uns auch drauf an. Und noch dazu gibt es Konzepte, die ein bisschen weiterdenken, die gleich komplett unsere Mobilität von Grund auf nochmal ändern wollen. Hier oben rechts
sehen wir natürlich nochmal ein Konzept vom lieben Herrn Elon Musk von Tesla. Der hat eine Firma gegründet, die heißt The Boring Company. Und die wollen da in die Erde bohren und wollen ein unterirdisches Tunnelsystem für autonome Autos machen. Das heißt, da ist kein Fußgänger, da ist kein Fahrradfahrer. Das wird komplett untertunnelt und da können die Autos alles sich aufeinander anpassen und sagen, okay, da brauchen jetzt alle mit 250 durch zu ihrem Ziel. Oder hier auch andere Mobilitätskonzepte, ich glaube, das ist aus Asien ein Konzept. Da schwirrt ein Bus, ein busartiges System über der Straße auf Schienen. Das heißt, der Straßenverkehr wird überhaupt nicht damit irgendwie in Konfrontation gebracht. Es gibt keine Fußgänger, die da irgendwie überfahren werden können, weil dieses System einfach eine Ebene drüber ist. Das heißt, insgesamt sind diese Fragen natürlich sehr interessant und sehr wichtig, aber ich denke, dass wir das auch in Zukunft hinkriegen. Und wir bekommen das vor allem deswegen hin, weil gerade diese Themen, jeder von Ihnen hat Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz schon mal irgendwo gehört. Robotik ist ein Thema, das uns täglich begleitet. Vernetzte, intelligente Systeme. Und genau das wird im autonomen Auto eben auch zutage kommen. Und wir haben intelligente Autos, die Entscheidungen treffen können. Hoffentlich müssen sie nie so Entscheidungen treffen, dass sie sagen, fahre ich jetzt eine oder fünf Personen um. Aber diese Systeme sind auch selbstlernend, sodass vielleicht auch irgendwann der Kreis nichts mehr bringt und das Auto weiß, ich bin gerade eingesperrt, da kann ich drüber fahren. Und unsere Autos und unsere ganze Mobilität ist miteinander vernetzt. Das heißt, unsere Chancen für die Zukunft, für die Mobilität sind eine ganz andere. Die autonomen Autos sind miteinander vernetzt und auch das Ganze in unserem Straßenbild ist miteinander vernetzt. Das heißt, wir dürfen das alles nicht unterschätzen, dass das so ein dummes System wäre, das wir so leicht reinlegen könnten und das auch nicht auf uns reagieren und sich nicht auf uns anpassen kann. Und ich denke auf jeden Fall, dass wir bereit sind und dass auch die Stadt der Zukunft, die Bilder gerade sahen noch ein bisschen utopisch aus, aber dass es auch sehr bald kommen wird. Es ist ja auch gar nicht so neu, die Idee. Also Automobile, die selbst fahren, sind jetzt wirklich keine Erfindung von gestern im Sinne von Dienstag. Das war schon eher vorgestern, was wir hier sehen. Das in letzter Zeit sieht man immer mal wieder, auch wenn es um Artikel oder so geht, um das autonome Fahren, ganz viele solcher Bilder, ganz viele davon aus den 50er und 60er Jahren. Das ist die Welt von morgen, die man sich damals vorgestellt hat, der Verkehr von morgen. Hier genauso ganz typisch Telematikdiskussion. Einige von Ihnen hier haben ja diese Diskussion schon noch live miterlebt. Werden unsere Autos irgendwann von telematischen Spuren über die Autobahn geführt werden? Das kam bisher noch nicht, aber wir überspringen das vielleicht auch einfach und sagen, nein, wir brauchen diese Telematikspur nicht. Das nächste sind dann vielleicht tatsächlich die selbstfahrenden Fahrzeuge. Und wäre es nicht schön, mit der Familie Domino spielen zu können im Auto oder auch was trinken zu können? Die Vorstellung, dass man das haben möchte, ist also gar nicht so neu und so modern, wie wir das vielleicht manchmal jetzt auch in der Werbung immer glauben und dass das jetzt mit unserem smarten Leben zu tun hat, dass das so wunderbar auch mit dem Smartphone und zusammenpasst und dass wir jetzt komplett umgeben sind von digitaler Technik. Auch andere Leute haben sich früher schon ähnliche Gedanken gemacht, weil sie gesehen haben, wir möchten eigentlich Mobilität gerne für alle ermöglichen, in allen Situationen und nicht dafür auf unser Familienleben verzichten oder mal vielleicht auf einen Schluck Alkohol, warum auch nicht noch im Auto weitertrinken, wenn wir abends unterwegs sind. Das hier ist nochmal um einiges älter. Das Bild ist so etwa 100 Jahre alt und das stammt noch so aus den Anfangszeiten von Fahrrad und Auto, als die sich gerade erst im Prinzip ihren Weg gebahnt hatten in unsere Alltagswelt. Da haben sich die Leute auch überlegt, boah Mensch, wie kann das denn weitergehen mit all dem Verkehr? Die Leute wollen ja plötzlich von überall nach überall hin. Das hat ja auch schon damals zugenommen. Wir glauben immer, dass wir heute in so einer wahnsinnig schnellen Welt leben und sich immer alles noch schneller wird. Das haben die Leute damals auch schon empfunden. Und das ist ja schon ein bisschen hektisch hier. Also da will ja wirklich jeder irgendwo hin und alle möglichst ganz schnell. Und also dieser Benz hier, man kann es schlecht sehen, es soll ein Benz-Modell sein, da hat ja der Fahrer immerhin wenigstens an der Bremse, vielleicht soll das auch noch so ein Steuerknüppel sein, die Hand dran, aber dieses achterbahnartige Personennahverkehrssystem hier auf der linken Seite, das fährt erstmal eigentlich ohne Fahrer. Da offensichtlich steigen sie da unterwegs auf, steigen ein, vielleicht hält es auch nicht. Aber die Idee, dass da sich Straßenverkehr weiterentwickelt und vielleicht auch ohne, dass da vorne jemand sitzt, der das steuert, die ist also schon sehr, sehr alt.
Und das war vorhin schon mal ganz kurz angesprochen. Ich zeige dieses Bild sehr gerne, weil es etwas sehr verdeutlicht. Wenn wir selbst die Technik nicht mit der Technik umgehen müssen, sondern das dumme Ding einfach funktioniert, dann haben wir Freiheit gewonnen. Ich kann doch nicht im Abendgleit zur Oper fahren, wenn ich das Ding per Hand ankurbeln muss. Mal davon abgesehen, dass mehr als ein Daumen beim Ankurbeln von Automobilen flöten gegangen ist, ist das einfach eine sehr, sehr kraftaufwendige Arbeit. Und keiner von uns hier im Raum, möchte ich zu wagen behaupten, ist fähig, mit einem Auto von 1900 zu fahren. Keiner von uns könnte das. In einem Auto von 1900 müssen Sie nicht nur den Anlasser betätigen, was durchaus eine gewisse Maschinensensibilität erfordert, weil die sind ganz schön bockig und jedes Modell hat da so seine Eigenheiten, sondern Sie mussten auch die Zündung einregeln. Haben Sie manuell schon mal eine Zündung eingeregelt? Ja, viel Spaß. Übrigens, Gas und Bremse, so wie wir das heute kennen, war da auch noch nicht ganz so üblich. Das heißt, Sie müssen noch sehr viel mehr manuell direkt an der Maschine, direkt am Motor einstellen, um nicht mit dem Ding durch den nächsten Zaun zu fahren. Deswegen zeige ich sehr gerne dieses Bild. Wir haben so vom Auto dieses Gefühl der Freiheit. Und Freiheit im Auto war schon immer irgendwie, oder schon von sehr, sehr weit am Anfang, verknüpft mit der Vorstellung oder mit der Idee, naja, Freiheit für jeden, jeder kann es fahren. Am Anfang war es eine Sportmaschine, eine Abenteuermaschine. Aber dann sollte es doch auch jeder fahren können, wie du vorhin gesagt hast. Und dann haben wir langsam Automatisierungen gebraucht. Der Anlasser, die Zündung, Gas, Bremse, Licht, das Scheibenwischer. Haben Sie von Hand mal Scheiben gewischt? Wunderbar, eines der allerersten Assistenzsysteme, die wir im Auto hatten. Aber gut, bevor ich Ihnen jetzt noch die Geschichte der Assistenzsysteme erzähle, wollte ich nochmal einen anderen Aspekt damit auch klar machen. Das ist nicht nur Freiheitsgerät für uns, sondern auch Abenteuermaschine, wie ich schon gesagt habe. Es war am Anfang für sportliche junge Männer gedacht und ein paar schicke Frauen, die damit, wohlgemerkt normalerweise mit Elektroautos, zur Oper gefahren sind. Und das ist das Nächste. Es ist für uns die Freude am Fahren oft, die dieses Fahren toll macht und die ist lange, lange gewachsen. Und wenn wir uns am Anfang, also Anfang des 20. Jahrhunderts, rational entschieden hätten, welches Auto wir haben wollen, dann hätten wir heute Elektroautos, überall. Die standen den Benzinern erstmal in nichts nach. Aber der Benziner, so dreckig und schmutzig wie er war, hat einfach uns mehr gereizt. Oder die Menschen von damals. Und das war mit einer der Hauptgründe, warum sich diese Technologie durchgesetzt hat und eben nicht die größere Zuverlässigkeit und Sicherheit, die vielleicht damals schon das Elektroauto zunächst hatte. Das nächste, die Infrastruktur ist auch gewachsen. Auch da sind wir irgendwie von unseren eigenen Pfaden so ein bisschen abhängig. Die Bilder, die wir gesehen haben, das sind Städte, die sind ja auch mit unseren nicht unbedingt vergleichbar. Da ist ja auch der Straßenraum angepasst. Da ist das ganze Umfeld, das ganze Drumherum den Automobilen entsprechend dann angepasst oder was auch immer da dann fährt. Das kann man schon ändern. Aber wollen wir das wirklich? Wollen wir sagen, wir bauen unsere Stadt jetzt autogerecht um? Vielleicht hat der ein oder andere hier das sogar auch nochmal mitbekommen. Die autogerechte Stadt in den 60ern. Das ist ein Konzept, mit diesen Bausünden leben wir ja heute noch. Wollen wir das tatsächlich nochmal? Und dann sind es ja auch einfach unsere Alltagsabläufe und unsere Gewohnheiten. Die sind doch einfach gewachsen. Wir fahren halt nicht mit der Bahn unbedingt überall hin, obwohl wir es könnten, weil wir einfach so bequem sind oder weil wir sagen, nee, ich will das selber machen, ich will das jetzt und hier. Ich will nicht warten, bis mich irgendwann ein autonomes Sharing-Taxi heute Nachmittag mal abholt. Ich will jetzt da einsteigen und ich fahre da auch selber hin. Wir haben das ja am Anfang gesehen. Warten Sie nicht auf die Zukunft, nehmen Sie die Bahn. Aber tun wir das wirklich? Ist das wirklich das, was wir wollen? Und sind wir bereit, nur weil wir denken, Mensch, ist doch cool, wenn ich jetzt ab sofort meine Kinder nicht mehr ins Tennis fahren muss, sondern die jetzt einfach irgendwo in so ein autonomes Taxi stecke. Ist es uns das wirklich wert, all das, was wir jetzt haben, aufzugeben und umzubauen? Sind wir da wirklich so bereit dafür? Wollen wir das wirklich haben? Und zwar jetzt sofort, schon in ganz wenigen Jahren? Oder sagen wir vielleicht doch erst, naja, schauen wir mal, was kommt. Ja, vielen Dank an die Referenten an dieser Stelle.